Spitzenspiel könnte das hier auch sein, aber es ist der Kreispokal, die dritte Runde und der Leipziger Südwest empfängt die Eintracht aus Steuditz und das ist doch mal ein Spiel, was es in sich hat, beide in der Spitzengruppe der Kreisoberliga mit dabei, Leipzig derzeit Dritter, Steuditz derzeit Vierter. Und Leipzig kommt mit einer Empfehlung von 7 Spielen ohne Niederlage hier ins Pokalduell, während Steuditz zuletzt 5 der letzten 6 Spiele gewonnen hat. Die Leipziger in den hellblauen Trikots mit der ersten Aktion, aber locker erstmal abgefangen. Dann die Gäste, abgeblockt, Nachschuss und da ist die frühe Führung für Steuditz. David Winkler macht das Ding rein in der 28. Spielminute. Bringt er die Gäste hier in Front, die in den roten Trikots verhalten beginnen, aber eben dann effizient zuschlagen. Und den Hausherren fällt darauf erstmal nichts ein. Nächster Schussversuch hier. Aber dann sind wir schon in der zweiten Hälfte. Leipzig will natürlich den Ausgleich. Spielt sich hier auch mal schön in den Strafraum und dann ist das Ding drin, 1:1. Patrick Böhme bringt sein Team zurück ins Spiel und das ist zu diesem Zeitpunkt verdient. Die Hausherren machen mehr fürs Spiel, die Gäste kommen aber dann wieder und da ist das Aluminium, war allerdings der eigene Mann, der das Ding an die Latte geköpft hat. Leipzig im Glück. Und auch hier Mertsch. Aber Goldbach im Kasten ist da. Verhindert die erneute Führung. Dann auch hier eine schöne Parade von Brall. Die beiden Torwerte auf dem Posten. Auch hier Löffler für Leipzig scheitert. Und dann gibt es tatsächlich die Verlängerung im Pokalduell. Und dann kommen die Hausherren, das ist wieder Böhme, Böhme und da ist das Tor, die Erlösung, 2:1 für Leipzig. In der 117. Spielminute macht Patrick Böhme hier den Treffer und bringt sein Team somit in Front. Und das ist natürlich jetzt eine Mammutaufgabe für die Gäste, nur noch 3 Minuten zu spielen. Eiskalt vorm Kasten, der absolute Matchwinner. Und die Gäste kommen tatsächlich auch nicht mehr zurück. Leipzig gewinnt am Ende mit 2:1 mit Matchwinner Patrick Böhme und zieht in die vierte Runde des Kreispokals ein. Ja, wenn man sieht, dass jetzt ein normales Ligaspiel wäre, hätte man trotzdem einen Punkt mitgenommen. Nach 90 Minuten stand es 1:1. Ich denke, dass darauf lässt sich aufbauen. Uns zu schlagen ist auch nicht so einfach. Das denke, das hat der LSV Südwest heute gespürt. Und ja, das nehmen wir halt mit. Für Leipzig geht es weiter gegen Zwenkau 2. Auf die Gäste aus Steuditz wartet Leutsch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.